Bestimmt kennst du ganz viele Abschlussübungen, mit denen du deinen Schuss und deinen Abschluss trainieren kannst. In diesem Video geht es jedoch nicht darum, dir noch weitere Übungen zu zeigen, wie du deinen Schuss trainieren kannst. Nein, es geht um etwas komplett anderes, nämlich um das hier oben. Es geht um den Kopf, weil der Kopf ist sehr, sehr entscheidend vor dem Tor, wie du auftrittst, was du denkst, wohin du schaust etc. Das hat oftmals sogar den größeren Einfluss als deine Technik. Hey Champ, in diesem Video lernst du mehr Tore zu schießen, ohne aktiv deinen Schuss zu trainieren. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Und darum möchte ich dir jetzt auch gleich den ersten Tipp mit auf den Weg geben und der lautet, dass du an deiner Überzeugung arbeiten sollst. Und was meine ich damit, wenn ich sage, dass du an der Überzeugung arbeiten sollst oder überzeugter werden kannst vor dem Tor? Damit meine ich, dass du an deiner Identität eines Torjägers arbeitest. Das bedeutet, dass du nicht nur gut auf dem Platz bist, wenn es tatsächlich darum geht, halt den Abschluss, den Torabschluss zu machen, sondern dass du auch dementsprechend über dich denkst, dass du gut bist und dass du ein Torjäger bist und dass es dein natürlicher Zustand ist, einfach viele Buden reinzuhauen. Du sollst dich also hier oben so wahrnehmen, also dich tatsächlich so sehen, als wärst du ein richtig krasser Stürmer. Weil das muss zusammenhängen. Du kannst nicht richtig gut in der Ausführung sein, aber über dich schlecht denken und dass du denkst, oh fuck, bin ich überhaupt ein guter Stürmer? Das ist keine Option. Wenn du gut bist auf dem Feld, also wenn du wirklich krasse Abschlüsse hast, dann musst du das unbedingt auch denken über dich. Weil sonst bringt das ganze Training auf dem Platz überhaupt nichts. Also Champ, arbeite an deiner Überzeugung und sehe dich als das, was du tatsächlich bist, nämlich als einen krassen Torjäger. Yes! Der zweite Tipp für dich, übernehme auch die Selbstverantwortung zu schießen. Was genau meine ich damit? Die meisten Fußballer erlauben es sich gar nicht, aufs Tor zu schießen. Und Überraschung, Überraschung, wer nicht aufs Tor schießt, kann auch kein Tor machen. Logisch, oder? Das heißt, erst wenn du auch wirklich aktiv dich traust und dir die Erlaubnis gibst, aufs Tor zu schießen, hast du überhaupt die Chance, Tore zu machen. Klingt jetzt natürlich sehr logisch und einfach, aber glaub mir, die meisten setzen das noch nicht um. Und warum setzen die meisten das noch nicht um? Weil sie oftmals denken, ah ja, mein Mitspieler, dem spiele ich lieber den Pass, der kann ja aufs Tor schießen. Oder viele wollen auch nicht als Ego wahrgenommen werden. Oder finden es schmerzhaft, wenn vielleicht auch mal einer daneben geht und dann jemand sagt, oh hey, du hättest doch abspielen sollen oder oh, spiel doch mal ab. Aber denk mal an die wahren Torjäger, Robert Lewandowski, Mbappé, Haaland und so weiter. Die haben alle sich selbst die Erlaubnis gegeben. Sie übernehmen die Verantwortung, auch Tore zu machen. Das heißt, sie sorgen dafür, dass sie aktiv sich den Ball nehmen und aufs Tor schießen. Also, gib dir auch die Erlaubnis, aufs Tor zu schießen. Und im Übrigen, manchmal hilft es der Mannschaft mehr, wenn du die Stärke hast, aufs Tor zu schießen, auch tatsächlich zu schießen, anstatt den Pass zu spielen, nochmal abzuspielen oder nochmal dich umzudrehen, nach hinten zu spielen. Glaub mir, aufs Tor zu schießen kann manchmal auch das Mannschaftsdienlichste sein, was du tun kannst. Besonders natürlich, wenn der Ball reingeht. Und wann geht der Ball rein? Desto mehr Erfahrung du sammelst, desto mehr du aufs Tor schießt, im Training, im Spiel und dir auch die Erlaubnis gibst, der Torjäger zu sein, wie Nico auch schon gesagt hat, und so deine Erfahrung sammelst, den Ball nimmst, Verantwortung übernimmst und somit auch mehr Tore für deine Mannschaft erzielst. Und genau das wird dich auch voranbringen in deiner Karriere und deine Stats, deine Statistiken weit nach oben bringen, was dir dann wieder die Chance gibt, in eine höhere Liga zu wechseln und vor allen Dingen als besserer Fußballer wahrgenommen zu werden. Also Tipp Nummer 2, gib dir selbst die Erlaubnis, dass du aufs Tor schießen darfst. Einer der wichtigsten Tipps, um ein krasser Torjäger zu werden, ist ganz einfach. Folge diesem Kanal. Weil auf diesem Kanal geht es immer um Themen wie zum Beispiel den Kopf. Und du weißt ja jetzt, wie wichtig der Kopf ist, um ein krasser Torjäger zu werden. Es zählt nicht nur das auf dem Platz, sondern auch der Kopf. Darum folge diesem Kanal. Ein weiterer Tipp ist jetzt, wenn du mal nicht treffen solltest, wie du dann vorgehst. Denn die Wahrscheinlichkeit liegt bei 100%, dass es Phasen geben wird, wo du mal nicht triffst. Ja, sogar die besten Stürmer wie Ibrahimovic, Haaland oder auch Ronaldo, auch die haben Phasen,
wo sie mal nicht treffen. Und da musst du wissen, wie du dann vorgehen kannst. Weil sonst kommst du in eine gefährliche Abwärtsspirale und fängst wieder an dir zu zweifeln, dass du es nicht drauf hast. Und wie ich dir schon im ersten Tipp verraten habe, ist ja genau das, was wir verhindern wollen. Solltest du also mal nicht treffen und vielleicht sogar eine hundertprozentige Chance liegen lassen, dann ist Folgendes wichtig. Konzentriere dich dann nicht auf die Aussagen, auf die Meinungen, vielleicht sogar auf die Buhrufe von außen, sondern bleibe bei dir selber. Das heißt, blende alles Äußere, die ganzen äußeren Umstände, blende diese komplett aus. Du musst also lernen, komplett auf Meinungen von außen, auf Kommentare von außen zu scheißen. Ebenfalls musst du lernen, deinen Fokus komplett bei dir selber zu halten. Und wenn ich sage, dass du den Fokus bei dir selber halten sollst, meine ich damit, dass du dann immer noch denken sollst, dass du der krasseste Torjäger bist, den es gibt. Das heißt also, auch wenn du verschießt, hier oben ändert sich nichts. Du bleibst ein richtig krasser Torjäger. Und das ist ein brutal wichtiges Mindset, das sich jeder Top-Stürmer aneignen sollte. Genau. Und was macht einen richtig krassen Torjäger aus? Er hat natürlich einen extremen Torhunger. Das ist auch etwas, was wir dir mitgeben möchten. Sei hungrig auf Tore. Das heißt, richte deinen Fokus gerne auch auf das Tormachen. Ja, auch anschließend zu dem Tipp, übernimm die Verantwortung, erlaube dir aufs Tor zu schießen. Frag dich mal, warum bist du denn genau der Richtige, um sich den Ball zu nehmen und aufs Tor zu schießen? Wenn du das gemacht hast, wird dir auffallen, dass es echt notwendig ist, wichtig ist, dass du das machst. Für dich, aber auch fürs ganze Team. Also, scheu dich nicht davor, richte deinen Fokus auf den Torhunger, schau im Training darauf, dass du dir Trainingsziele setzt, immer wieder guckst, okay, heute möchte ich so viele Tore wie möglich machen, weil es macht ja auch Spaß, Tore machen. Schau, dass du dir auch das Ziel setzt, einfach im Training, im Spiel, so oft wie es geht, wenn die Situation sich ergibt, wirklich den Herbst zu nehmen und aufs Tor zu schießen. Also, werd hungrig auf Tore und glaub mir, die Tore werden wie automatisch folgen. Yes, jetzt haben wir dir viele Tipps gegeben. Da geht es natürlich darum, diese umzusetzen. Und wir sind sehr gespannt, mal zu schauen, wie es bei dir aussieht. Also schreib gerne unten in die Kommentare, welche von den Tipps setzt du bereits um, Nummer 1. Und Nummer 2, hast du noch weitere Fragen bezüglich Tore machen, was dich interessiert? Schreib es unten in die Kommentare. Yes, und hier siehst du noch 2 Videos von uns, und zwar das letzte Video hier oben. Tägliche Routinen für ambitionierte Fußballer. Viel Spaß beim Anschauen. Und hier unten drunter noch ein weiteres Video, was dich mental extrem stark machen wird. Viel Spaß dabei. Und du weißt, ein wahrer Champion, der entsteht im Kopf.